Ja, herzlich willkommen hier zu Zausel fährt heute die Honda 125R Baujahr 2021. Die Honda CBR 125 ist ein Motorrad, wo ich sagen muss, wo ich persönlich unglaublich überrascht bin. Ich habe von vielen anderen Blogs gehört, ja, das Motorrad klappert, das Motorrad ist laut oder es ist dies oder es ist jenes oder es ist welches. Keine Ahnung, was die Leute sonst so fahren. Ich selber fahre, wie einige vielleicht aus meinen anderen Videos kennen, die BMW 1250 GS und ich habe für meine Frau jetzt die Honda CBR 125 Baujahr 2021 mir angeschaut. Meine Frau, muss ich dabei sagen, ist sehr klein, 1,56 Meter. Das ist, glaube ich, das, was heute hier ganz klar nach vorne gestellt worden sollte. Wir haben dieses Motorrad tiefer legen lassen, wir haben ein bisschen was an der Sitzbank gemacht und sie kann dieses Motorrad hervorragend handeln. Dieses Motorrad ist extrem leicht, extrem wendig, es besitzt ABS, es hat die volle Leistung, also volle 15%, das heißt, dieses Motorrad ist für seine Verhältnisse, für seine Kraft plus sein Gewicht absolut in einem super Gleichgewicht. Dieses Motorrad fährt sich extrem stark, extrem sicher. Wir werden jetzt hier eine Szene sehen, wo ich einfach mal auf Schotterstraße hier gerade eben mit über 60 Stundenkilometer in die Kurve gegangen bin. Bitte nicht nachmachen, aber dieses Motorrad hält die Spur und es fährt sich super. Hier sehen wir gerade Schrittgeschwindigkeit. Das Motorrad hält sich unglaublich gut auch bei Schrittgeschwindigkeit. Die technischen Details und so weiter, die werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Hier soll es eigentlich nur um das Fazit gehen. Wie ist das Motorrad? Wie fährt sich das? Das Motorrad fährt sich hervorragend. Es ist ein absolut tolles Bike für Leute, die natürlich den 1A-Führerschein machen. Es ist aber auch ein unglaublich tolles Motorrad für Leute, die B196 machen wollen. Das heißt, da, wo ich keine Prüfung machen soll. Es sieht aus wie ein Motorrad, es fährt sich wie ein Motorrad und es bewegt sich wie ein Motorrad. Ganz anders als viele andere Bikes. Es hat einen schönen Reifen, 150er Reifen hinten drauf. Das Design ist toll. Ich persönlich finde die Abstimmung super, es schaltet sich butterweich und natürlich, ich habe es bereits erwähnt, ABS ist toll. Motorradfahrer grüßen ein, weil sie erkennen diese Maschine wohl auch als Motorrad, was auch sehr, sehr schön ist. Es hat eine unglaubliche, tolle Verarbeitung, dieses Motorrad. Es ist in sich stimmig. Ich kann für dieses Motorrad eigentlich nur sagen, Top-Verarbeitung, top, top, top. Letztes Jahr war es ja nicht mehr zu kriegen, der Markt war komplett leer gekauft, das ist ja bekannt. Jetzt bei der Maschine von 2021 sieht es ähnlich aus, es gibt nicht mehr viele Motorräder, was aber völlig klar ist, weil eben durch diese tolle Motorleistung, man ist wirklich an die Grenze gegangen und dieses Motorrad fährt sich also überhaupt nicht wie ein 125er, sondern es fährt sich wirklich wie ein großes Motorrad. Es kann eingefahren werden, es ist eine kleine Lampe oben da, ist auch super, dass man genau weiß, oh, jetzt bin ich zu schnell. Es hat eine sehr, sehr gute Beschleunigung, also es fährt sich richtig gut auch von unten heraus. Die Drehzahl haben sie im Vergleich zu anderen Maschinen meiner Meinung nach gefühlt etwas gesenkt. Das heißt, ich komme eben bei 100 Stundenkilometer nicht mehr in den roten Bereich, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es hat eine sehr gute Performance, es liegt super, es lässt sich wunderbar drücken, ziehen, mit den Beinen steuern, also wunderbar. Auch für kleine Leute, wie gesagt, wie ich bereits angesprochen habe, meine Frau ist 1,56 Meter groß, fühlt sich sehr, sehr sicher. Sie hat bisher überhaupt keine anderen Motorräder gehabt, wo sie halt eben runter kann. Hier kommt sie jetzt mit beiden Zehenspitzen runter. Aber das Motorrad vermittelt auch ihr hier wirklich ein sicheres Gefühl, weil es ist sehr, sehr leicht. Sie kann es selber schieben, sie kann es selber verstellen. Sie hat also von Anfang an das Gefühl gehabt, so teilte sie mir mit, dass sie hier wirklich sich sicher fühlt in guten Händen. Und das ist eben das, was ich toll finde. Wir selber haben das Motorrad gekauft. Hier eine kleine Werbeeinblendung für das Autohaus Hansen aus Prag. Ist auch Motorrad 125 Händler. Kann ich nur empfehlen. Macht wirklich eine tolle Arbeit. Es wird sich gekümmert bis zum Schluss.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, tut mir einen Gefallen. Lasst ein kleines Abo da, schreibt was in die Kommentare. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Euer Zausel.